Kapelle Tanzboden von Ihrer Kapelle, das ist Familienkapelle Lüti mit Simon und seinen Kindern. Und gebödelt haben Ostschweizer, Bödeler und Innerschweizer. Ich würde sagen, die Besten vom Preisbödeln vom Hemberg, darunter auch das Bietli und der Rudi. Ist er immer so ein verrückter Kerl? Ja, für mich langt er. Ja, würde ich auch sagen. Wie sieht es aus mit auf die Füße? Ist nicht schlimm, kann mich nicht beklagen. Rudi, wenn tut man so bödeln, spontan, wenn eine schöne Musik fährt, anfangen musizieren? Ja, also überhaupt, er ist gleich noch ein Kilbi oder sonst. Wenn er mal tanzt ist mit so einer nuchigen Musik, dann hockt man auf dem Stuhl und komm, fangen die an spielen, dann läuft zusammen und dann klopft man schon auf den Boden und muss man dann geschwind mal tanzen und dann fängt man halt an bödeln. Das ist einfach, weil es einem läuft. Die Lebensfreude, die da spielt, das merkt man euch an und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg beim Bödeln und habt schön miteinander. Danke vielmals.